Huch, ihr seid ja auch noch da. Hallo und herzlich willkommen zu Hä, deinem Medienmagazin der Maternus Grundschule in Köln-Nippes. Ja, ihr kriegt's alle mit. Corona macht dieses Jahr wirklich sehr ungemütlich und deshalb schaffe ich es auch nicht, in den vierten Klassen vorbeizukommen und dort so etwas wie Unterricht in Sachen Medien, sprich Facebook, TikTok, Smartphones und Ähnliches zu halten, sondern ich sitze in meinem Büro und erzähle das jetzt in der Hoffnung, dass sich das ein paar von euch auf YouTube ansehen und mir dann natürlich auf dem Schulhof oder wo wir uns sonst treffen, dazu Fragen stellen können, dass ihr mit euren Eltern darüber sprecht oder mit anderen Menschen, denen ihr vertraut. Und ja, heute zum Einstieg wollte ich mit euch über Manipulation sprechen. Manipulation ist ein ganz schön wichtiges Thema, wenn man mit Medien zu tun hat. Und bevor ich euch erkläre, was Manipulation ist, fange ich doch einfach mal an, bei uns auf der Homepage vorbeizugucken und schaue mal, was es da zu sehen gibt und was sich vielleicht so manipulieren lässt, wie ihr das jetzt im Augenblick noch gar nicht erwartet. Also, das ist unsere Homepage. Die kennt ihr. kgs-bülowstraße.de. Und auf der Homepage findet ihr auch Fotos, zum Beispiel von unserem Schulleiter Stefan Wasem. Oder von unserer Fachkraft für die Schuleingangsphase, Anne Fuhrmanns. Oder auch von mir, dem Schulsozialarbeiter Thor Wanzek. Auch ein Foto. Von euch gibt es vielleicht hier und da auch schon Fotos im Internet. Und vielleicht habt ihr ja schon eine leise Ahnung, worauf ich hinaus möchte, wenn ich von Manipulation rede. Wenn man sich die Fotos im Vergleich anschaut, dann sind die Fotos von Herrn Wasem und Frau Fuhrmanns einigermaßen bunt und sehen etwas sonniger aus und mein Foto ist ein bisschen blass. In dem Fall bin ich ganz froh, dass ich Fotos manipulieren kann und mein eigenes Foto ein bisschen sonniger gestalten kann. Da ist ja auch erstmal nichts Schlimmes dran dabei. Schaut euch das mal an, vorher und nachher. Frau Fuhrmanns ist eine Kollegin, mit der ich gerne hier im Augenblick zusammenarbeiten würde, aber dann müssten wir beide Mundschutz tragen und das wäre nicht wirklich gut für eine Videoaufnahme. Voll doof, dass das nicht klappt. Aber weiter im Text. Ich nehme mal das Foto von Herrn Wasem und ihr alle wisst, glaube ich, dass er großer Fan vom 1. FC Köln ist. Und ich zeige euch jetzt mal, wie sich ein Foto auch manipulieren lässt. Schaut euch das mal genauer an. So, diese Fotomanipulation hat mich noch nicht mal eine Minute gekostet und schon sieht Herr Wasem ein bisschen anders aus. Richtig ungemütlich für den Herrn Wasem wird das, wenn ich dieses Foto zum Beispiel in ein Fanforum des 1. FC Köln poste und viele Tausende oder sogar Zehntausende Fans vom 1. FC Köln sehen, dass Herr Wasem offensichtlich Fan von Borussia Mönchengladbach ist, denn er trägt ja ein Gladbach-Trikot. Und wenn ich dann noch in das Forum dazu schreibe, dass Herr Wasem in Wirklichkeit auch Mönchengladbach-Fan ist und von morgens bis abends nichts anderes erzählt, als wie blöd der 1. FC Köln ist, dann könnte es beim nächsten Heimspiel vom 1. FC Köln, bei dem sich Herr Wasem blicken lässt, ziemlich ungemütlich werden, wenn er wiedererkannt wird. Machen wir mit meinem Foto weiter. Es gibt Programme, in denen lässt sich ganz einfach die eine oder andere Schönheitsoperation unternehmen, sprich das Foto auch manipulieren und mit einem Mal sieht Herr Wanzek zum Beispiel so aus. Zugegeben, das ist im ersten Augenblick ziemlich lustig, weil ihr mich ja auch kennt und wisst, wie ich im Normalfall aussehe und ihr mich auch jetzt seht.
Aber stellt euch mal vor, jemand nimmt irgendein Foto, das es von euch im Internet gibt, und fängt es an, ähnlich zu manipulieren. Na, wenn das euer bester Freund oder eure beste Freundin seht, dann könnt ihr euch vielleicht noch zusammensetzen und herzlich darüber lachen. Aber wollt ihr, dass jeder so ein Foto von euch sieht? Seid mal ehrlich. Wie ihr gesehen habt, es ist nicht schwer, Fotos zu manipulieren, und zwar auf eine Art und Weise, die ziemlich unfreundlich ist und die Menschen schlecht dastehen lässt. Mit dem einen oder anderen von euch unterhalte ich mich ab und zu darüber, wie es ist zu verlieren und ein Loser zu sein. Ich kann jetzt auch mein Foto nehmen und aus meinem Foto ganz einfach ein Loser-Foto machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das scheint im ersten Augenblick nicht weiter schlimm zu sein. Aber stellt euch vor, irgendjemand nimmt mein Foto, manipuliert es auf diese Weise und schickt es zum Beispiel an das ganze Kollegium in der Schule, an das Kollegium bei der AWO und an andere Menschen, die mich kennen, und schreibt dabei, haha, der blöde Wanzek, was für ein Loser, und schickt das Foto damit rum. Das würde mir kein bisschen mehr gefallen, das wäre sehr ärgerlich und ja, das würde mir sehr schlechte Gefühle machen. Noch schlechter ginge es mir, wenn ich wüsste, dass solche Fotos jeden Tag verschickt werden. Und das wäre ja gar nicht weiter schwierig, weil, wie ihr gesehen habt, Fotos zu manipulieren ist im Grunde genommen kinderleicht. Naja, und jetzt stellt euch vor, ich käme zur Schule und jeden Tag hat jemand ein solches Foto an die anderen Lehrer, an die OGS-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschickt. Und jeden Tag kriegen Menschen in meinem Umfeld ein Foto, wo zu sehen ist, Herr Wanzek ist voll der Loser. Das wäre ziemlich bescheuert. Wenn so etwas öfter vorkommt, also wirklich jeden Tag und auch über einen längeren Zeitraum, so dass ich mir gar nicht mehr sicher sein kann, ob die anderen mich überhaupt noch mögen, oder ob sie nicht längst schon wieder irgendein komisches Foto von mir auf ihrem Handy zugeschickt bekommen haben und sich alle hinter meinem Rücken nur noch über mich lustig machen und mich auslachen, dann können wir anfangen, sogar von einer Form von Mobbing zu sprechen. Was Mobbing genau ist, das werde ich hoffentlich in einem anderen Video erklären. Jetzt machen wir nach wie vor weiter mit der Manipulation von Fotos und auch von Videos. Denn auch dieses Video, das ich jetzt im Augenblick aufnehme, das ließe sich schon manipulieren. Und zwar, indem wir einfach eine Szene herausnehmen aus dem Video. Das geht ganz einfach, indem ihr zum Beispiel bei YouTube auf Pause drückt. Denn wenn man bei einem Video auf Pause drückt, sehen die meisten Menschen ziemlich komisch aus, wenn sie gerade sprechen. Zum Beispiel so. Kein sehr schönes Standbild. Naja, aber ein Video lässt sich auch noch ganz anders manipulieren. Zum Beispiel, indem man einfach die Geschwindigkeit verändert und alles, was ich jetzt erzähle, zum Beispiel ein bisschen langsamer ablaufen lässt. Das macht dann gleich einen Eindruck, wie als wäre ich ein bisschen klemm. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ein Video schneller ablaufen zu lassen. Ja, und wenn man dann verschiedene Bewegungen macht, zum Beispiel hier in die Zeitung reinguckt und euch dabei etwas erzählt, oder zum Fenster hinausschaut, zur Tür schaut, wenn er gerade hineinkommt und man lässt es schneller ablaufen, dann mag das auf den ersten Blick auch lustig erscheinen und ist ein bisschen albern, aber auch das ist eine Manipulation. Und wenn man das mit euren Videos machen würde, ich weiß nicht, ob das jedem von euch gut gefällt. Eine ganz andere Manipulation lässt sich herstellen, indem ich ein Video ganz einfach schneide. Das heißt, ich nehme aus dem langen Video kleine Einzelteile heraus und bastel sie neu zusammen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ich über Frau Fuhrmanns gesagt habe? Überlegt mal einen halben Augenblick. So, genug überlegt. Ich zeige euch die Szene nochmal. Vor rund 3 Minuten habe ich das über Frau Fuhrmanns gesagt. Frau Fuhrmanns ist eine Kollegin, mit der ich gerne hier im Augenblick zusammenarbeiten würde.
Aber dann müssten wir beide Mundschutz tragen und das wäre nicht wirklich gut für eine Videoaufnahme. Voll doof, dass das nicht klappt. So, und jetzt schaut mal, wie sich ein Video manipulieren lässt und was auch dabei herauskommen kann. Frau Fuhrmanns ist voll doof. So, und jetzt stellt euch vor, dieses kleine Video wird der Frau Fuhrmanns geschickt und sie hört mich das über sie sagen. Frau Fuhrmanns ist voll doof. Das habe ich gar nicht gesagt, aber irgendjemand hat es so zurechtgeschnitten, dass Frau Fuhrmanns es so sieht und vielleicht tatsächlich glaubt, dass ich das wirklich gesagt habe, obwohl sie es sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Und spätestens jetzt merkt ihr, wie schwierig es ist, Bilder und auch Videos im Internet zu posten, weil eins ist klar, sobald ihr ein Bild oder ein Video im Internet veröffentlicht, habt nicht mehr ihr die Möglichkeit, es zu kontrollieren, sondern andere Menschen können kommen und können daran herumbasteln. Sie können es manipulieren. Und sie können es so manipulieren, dass es ein bisschen lustig ist, ein bisschen albern, aber auch so manipulieren, dass es ziemlich ungemütlich für dich und für mich und für andere werden kann, die davon betroffen sind. Im Jahr 2020 war ich als Schulsozialarbeiter bislang häufig ein Spiel- und Spaßverderber. Nicht, weil ich das gerne bin, sondern weil uns die Corona-Pandemie leider dazu gezwungen hat. Ich möchte im Umgang mit Medien kein Spiel- und Spaßverderber sein. Ich mag Medien, ich bin viel im Internet unterwegs, ich schaue mir viele Videos auf YouTube an und ich finde, man kann im Internet eine ganze Menge lernen. Aber es gehört auch viel Vorsicht dazu. Und ganz wichtig für Kinder ist, veröffentlicht nicht einfach so Bilder von euch oder von euren Freunden oder von eurer Familie und auch keine Videos, denn ihr seht, wie einfach es ist, Bilder und Videos zu manipulieren und plötzlich etwas im Internet zu haben, wo zwar euer Gesicht noch ein bisschen zu erkennen ist, aber auf eine Art und Weise, wie ihr selbst das gar nicht mehr lustig findet. Oder wie im Video mit Frau Fuhrmanns gesehen, plötzlich Aussagen in der Welt sind, die sehr gemein und sehr hässlich sind und die überhaupt nicht in dieser Form aus eurem Mund gekommen sind und wo trotzdem andere hinter eurem Rücken einfach etwas daraus basteln, was euch ziemlich schäbig aussehen lässt. So viel für heute. Ich hoffe, ich habe euch den Spaß nicht endgültig verdorben und ihr seid weiterhin im Internet unterwegs. Ein guter Tipp. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein Bild irgendwo veröffentlichen sollt, in einem Netzwerk, zum Beispiel bei Instagram oder bei TikTok oder anderswo, auch wenn es nervt, sprecht mit euren Eltern drüber. Sprecht mit Menschen drüber, denen ihr vertrauen könnt und die euch gute Ratschläge dazu geben können. Und wenn sich eure Eltern nicht sicher sind, schickt sie bei mir vorbei. Sie können mir gerne schreiben, sie können mich anrufen, sie können mich vor dem Schultor ansprechen und wir können uns gerne darüber unterhalten. Es geht nicht darum, die Freude am Internet, die Freude am Smartphone oder Ähnliches zu verderben. Kein bisschen. Und übrigens, dieses Video nehme ich gerade auch in meinem Büro mit einem Smartphone auf. Ihr seht, Smartphones sind ziemlich nützliche Gegenstände und Werkzeuge. Und ich freue mich darauf, wenn einige von euch mich ansprechen und ganz unter uns, hier in der Schule, können wir auch mal mit Fotos so arbeiten, dass wir sie ganz lustig manipulieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit, vor allem den vielen Schülerinnen und Schülern, die gerade in Quarantäne zu Hause sind. Ich hoffe sehr, ihr macht alle das Beste daraus und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch bald hier in der Schule. Macht's gut!